Ich verstehe kein Deutsch. Welche Fremdsprachen gibt's in der Schule? Englisch, Französisch, Mathe und Deutsch. Hey, Deutsch ist doch keine Fremdsprache. YouTube-Shorts, die niemand verpassen sollte. Kommentier doch deinen Namen unten in die Kommentare hinein, damit ich dich vielleicht in einem Video erwähnen kann. Wir sind jeden Tag live auf YouTube um circa 20 Uhr. Komm hinein, denn Krabbenburger probiert immer noch Mod zu werden. Lass ein Abo da. Let's go! Die 10 beliebtesten Supermärkte in Deutschland. Du hast 3 Leben. Mit dem Beginner. Kaufland. Ist Nummer 5. Kaufland Nummer 5, okay. Edeka würde ich sagen, glaube ich, Top, ja, 10. Edeka. Nummer 2. Rewe. Nummer 4. Ist Aldi die 1? Aldi ist die 1. Lidl. Ist Nummer 3. Digi, wie ist Edeka so weit oben? Und Rewe, die sind Schweine teuer. Ich weiß, die Produkte oder Obst und Gemüse ist gut bei denen, aber Schweine teuer. Okay. Und jetzt, Netto-Marken-Discount. Netto ist Nummer 6. Ich glaube, ich kenne nicht mal 10 Supermärkte. Was gibt's noch? Wasgau? Das kann ein Problem sein. Real. Ist Nummer 8. Real. Gibt's Real eigentlich noch? Ich weiß nicht mehr. Die Bankrott? Wurden von Kaufland ersetzt. Wo weißt du das denn? Steht hier. Ich kenne keine Supermärkte mehr. Ikea? Wasgau? Globus? Penny? Ja, ich weiß sonst auch keine mehr. Aber das sind genau 3 Stück. Shell-Tankstelle. Auf gar keinen Fall. Shell-Tankstelle? Kennst du noch? Mit P. Penny. Ist Nummer 7. Einer noch mit G. Globus? Das ist so ein 2-in-1-Ding. Globus. Ist Nummer 9. Oh. Das letzte fängt mit M an. Möbel-Martin. Nee. Es wäre Marktkauf. Marktkauf? Ernsthaft? Ach du Herrje, wäre ich niemals drauf gekommen. Meine Zimmerkontrolle? Oh, scheiße. Oh, war das wohl etwa eine Kippe? Tut mir leid, wir... Ach, alles gut. Von mir aus kann nicht nur die Kippe, sondern auch du brennen. Wäre mir völlig Jucker. Oh, okay. Damn! Yo! Easy, sehe ich schon. Hä? Ihr seid die coolen Jungs, wa? Wo sind die Mädels? Was für Mädels? Na, hör mal! Oh, ich will. Zu meiner Zeit haben wir die auch immer zu uns aufs Zimmer geholt. Na gut, wir treffen uns Klassenfahrt. In einer halben Stunde hier. Das sind meine Jungs. Ich habe euch Verhütungsmittel und noch anderes Zeug mitgebracht. Wir wollen ja nicht mit mehr Menschen zurückfahren, als wir hergekommen sind, oder? Ey, krasser Lehrer. W-Lehrer, ernsthaft? Ehrenmann, Digga. Deine Mutter ist ein Ehrenmann. Ich lege euch noch ein paar Shots dazu. Habt viel Spaß und seid ja nicht zu laut. Sowas gibt's doch nicht, oder? Oder? Obwohl, also, sagen wir es mal so, auf Klassenfahrt. Ich war definitiv nicht in dem coolen Zimmer. Ich auch nicht. Ich war immer so... Streberzimmer mit den Leuten, wo ich eigentlich gar nicht mochte. So bringst du dir die wichtigsten Lektionen bei? War das nicht gerade Make-up, was der gefuttert hat? Hä? Ich check's nicht. Da, ja, okay. Das ist gut. Was soll ich darunter verstehen mit der Make-up? Wichtig, spezifisch, wenn es draußen schneit. Wenn es schneit oder du durch Matsch gelaufen bist, am besten die Schuhe ausziehen, lass sie draußen stehen, wir kaufen dir neue. Wenn sie nicht so teuer werden. Ah, damit er die Seitenleiste nicht waschen muss. Diese Leute hatten mehr Glück in diesem Moment als ich in meinem Leben. Bei dem Typen fehlt einfach vorne im Flugzeug der Sitz. Junge, das ist Beinfreiheit auf nächstem Level. Der Typ hat den Ring nicht mehr gefunden und dann war der irgendwie stuck in diesem roten Ding da. Das ist wirklich. Ey, der Ring ist, glaube ich, Taui wert. Stell dir mal vor, du kaufst Deo für 3 Euro, kriegst aber 1000 Euro zurück, weil du den Ring gefunden hast. Boah. Wirklich eine Chance von 1 zu 1 Million. Wir haben 2 Autos geparkt und der Baum ist eingekracht, aber genau dazwischen da ist kein Millimeter Platz mehr. Und der Typ ist ganz knapp an einem Nagel vorbeigefahren. So knapp, dass er sogar noch hängen bleibt. Bei dem Bild ist die Person ausgestiegen und 10 Minuten später ist dieses Schild darauf gekracht. Also, ich weiß, okay, die Person, die ausgestiegen ist, Respekt, gut, du hast überlebt. Aber Auto kaputt. Ich würde mich, da würde ich, ich weiß nicht. Da kann man wirklich sehr glücklich aufregend sein. Diese Wassermelone hat aus irgendeinem Grund keine Kerne. Jetzt mal ehrlich, warum okay. Gibt es das sogar? Und so was gibt's? Keine Kerne? Doppelt Banane? Doppelt eingelocht? Plötzlich eine Doppelbanane. Oder sogar Dreifachbanane. Diese Leute haben... Krass, Alter, eine Dreifachbanane? Sheesh, hätte ich nicht erwartet. Michael.
Ziehst du den Stift an eine Handgranate, lässt du damit eine Sicherung los. Die macht dann Platz für den Schlagbolzen, der so auf das Zündhütchen knallt und zündet die Zündschnur. Die brennt dann erstmal ein bisschen vor sich hin, gibt dir also circa 5 Sekunden Zeit, die Granate zu werfen. Schmeißt du sie nicht schnell genug, zündet die Zündschnur den Sprengsatz in der Granate. Bumm, die Hülle zersplittert in 1000 Teile und die Splitter fliegen dir mit voller Wucht um die Ohren. Ja, aber was ist jetzt da drin? Backpulver oder so? Schwarzpulver, glaube ich, heißt es? Waffenpulver? Gunpowder heißt es auf Englisch. Kein Plan. Ah, das war gestern. Ich hasse es zu malen. Ich glaube, das ist eine Aussage, die man von mir niemals erwarten würde. Aber es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich wirklich geweigert habe zu malen und das Ganze... Malt die jetzt mit Lotion? Also mit Creme? Über ein Jahr lang. Und Grund dafür war tatsächlich Social Media. Ich war jung, ich habe gerade Abi geschrieben, irgendwie ging alles drunter und drüber und die Bilder, die ich gemalt habe, haben jetzt nicht unbedingt positives Feedback bekommen. Und das hat mich tatsächlich super doll frustriert. Also und an dieser Stelle möchte ich sagen, jeder von euch kann malen. Denn das Ganze liegt einfach im Auge des Betrachters. Einige von euch erinnern sich eventuell noch an das 916-Haus, was wir auf... Ja, also, Digga, es gibt ein paar Kunstwerke da draußen, wo ich sage, Digga, warum haben Leute 1 Million dafür bezahlt? Aber, auf Ibiza hatten. Und ich weiß, das wird jetzt einige von euch schocken, aber mir ging es tatsächlich die meiste Zeit dort ziemlich schlecht. Aber nicht, weil ich mich mit den anderen dort nicht gut verstanden habe oder so. Nein, ich liebe alle von denen. Nein, sondern vielmehr, weil ich über 3 richtig dicke Mandelentzündungen dort hatte. Die meiste Zeit lag ich einfach krank in meinem Zimmer, war vollgepumpt mit Antibiotika, musste in Krankenhäuser zu Ärzten und mir ging es einfach nicht gut und ich habe mich halt selber isoliert, weil ich die anderen natürlich nicht anstecken wollte. Und ihr könnt euch auch nicht vorstellen, was das mental mit mir gemacht hat. Vor allem, weil mein Körper aus. Einfach im Sekundentakt eine Resistenz gegen jedes Antibiotikum, was ich da bekommen habe, entwickelt hat. Aber ein Positives hat das ganze Ding, denn ich habe irgendwann einfach gesagt, dass ich Farben haben möchte, dass ich eine Leinwand haben möchte und habe dort angefangen, die ersten Bilder zu malen. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese... Kannst du vielleicht für mich ein Bild malen? It's Manju? Bitte? Apple sagt in all ihren Werbungen, dass das iPhone 15 Pro praktisch eine Kinokamera ist. Na, wie gut... Alter, das glaube ich ganz bestimmt nicht. Ich weiß, dass Samsung schon viel besser ist als iPhone. Dass ich eine Kinokamera gekauft habe und das testen kann. Das hier ist eine Red und die hat nicht mal richtig ein Mikrofon, kaum ein Display und sogar den Akku muss man extra kaufen. Insgesamt kostet das Ganze über 10.000 Euro. Aber das iPhone... 10.000 Euro? Aber yo, sind wir mal ehrlich, wenn du einen Kinofilm drehst, da hast du, glaube ich, schon 10 Mille gemacht. Das iPhone kann jetzt im ProRes Log aufnehmen. Das ist ein sehr flaches Farbprofil. Digga, willst du mir so sieht eine Filmkamera aus? Und das bedeutet mehr Flexibilität und Qualität in der Nachbearbeitung. Und ganz ehrlich, könnt ihr hier erkennen, was ist? Die sehen sich super ähnlich. Na gut, ich löse es auf. Das hier ist die Red. Und die Red sieht 1000-mal besser aus. Guck dir das an. So wie das Samsung aussehen. Das Red sieht, so sieht Samsung aus. Unten ist iPhone, Digga. Guck dir das an. Mies kritisch. Doch hier, die beiden sehen sich echt krass ähnlich. Aber glaubt mir, es gibt riesige Unterschiede. Ich habe ein ganzes ausführliches Video dazu gemacht, also schaut vorbei. Oh, Bro, du hättest doch uns bei mehr Informationen geben können, verdammt nimmer. Du, ich habe mir neue Schuhe gekauft, aber sie passen nicht. Welche Schuhgröße hast du? 45, schreib's mal in die Kommentare, was für eine Schuhgröße habt ihr. Ich habe Schuhgröße 39. Perfekt. Aber sobald wie du bei Shein oder Alibaba bestellst, Digga, bestell dir eine Größe größer. Ich weiß es nicht. Probier sie mal an. Sie sitzen wie angegossen. Dann kannst du sie behalten. Ehrlich? Willst du nichts dafür? Alles gut. Sie waren heruntergesetzt. Wohin gesetzt? Heruntergesetzt. Also reduziert. Ach so. Danke. Und welche Schuhgröße hast du? Was war der Sinn von dem Video jetzt? Ich hab's nicht gecheckt. War es einfach nur zu fragen, was die was? Ich verstehe kein Deutsch. Welche Fremdsprachen gibt's in der Schule? Englisch, Französisch, Mathe und Deutsch. Deutsch ist doch keine Fremdsprache. Natürlich, du Es ist eine Fremdsprache. Du lebst in Deutschland. Ich kann's aber nicht. Was ist deine Muttersprache? Türkisch. Türkisch? Nein, nicht Türkisch. Türkisch. Und wie redest du dann mit deiner Mutter? Deutschland. Keine Gedichtsanalyse. Ist sie nur Analyse? Analyse. In der Grundschule singen wir Lieder und machen das Alphabet. I steht für Igel, H steht für Huren. Haus. Was denn? Kahn raus. Okay. Dann kommt Grammatik. Ich check Artikel immer noch nicht. Wie viele haben wir? Englisch macht sich das Leben einfach. The. Ja, das war's. Und die Türken, die haben nicht mal eins. Ich bin in der Schule. Ach so, ich gehe in der Schule. Nein, ich gehe in die Schule. Bist du dumm? Ach komm, halt dein Maul. Jetzt kommt das Schlimmste. Guten Morgen, heute ein Gedicht von Goethe. Ach nee. Der Himmel ist blau.
Ich liebe Goethe. Was will er uns damit sagen? Dass der Himmel blau ist? Falsch, blau steht für seine Traurigkeit. Hä? Ich bin gar nicht traurig, ich bin voll glücklich. So, was schreibe ich heute? Der Himmel ist blau. Fertig. Der Himmel ist blau. Voll verwirrt, Mann. Ich verstehe kein Deutsch. Ich bin voll verwirrt. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Mann.